Herr Landrat, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, sehr verehrte Pressevertreterinnen und Vertreter und verehrte Bürger hier im Publikumszuschauerraum. Für unsere Kreistagsgruppe FOW Piraten möchte ich zu dem vorliegenden Haushalt 2019-2020 einige Gedanken vortragen. Der Haushalt ist immer das Endprodukt einer Finanzpolitik. Hier fließen die Zielsetzungen und verschiedenen politischen Ziele der hier vertretenen Parteien ein. Oder auch nicht. Wir, zusammen mit der Fraktion Die Linke, haben sehr viele Anträge eingebracht. Wir sind quasi ein starker Impulsgeber hier im Kreistag Rhein-Sieg. Das konnten wir immer daran feststellen, wenn unsere Anträge kopiert wurden, leicht abgeändert und dann erneut wieder eingebracht wurden, dann natürlich unter dem Label der anderen Fraktionen. Das hat manchmal auch anderthalb Jahre gedauert, aber da werde ich später noch zu kommen. Wir sind also Ideengeber. Also known as Vorreiter, Bahnbrecher, Neuerer, Vordenker oder Revolutionäre, Avantgardisten. Kommen wir zu meinem Lieblingsantrag, Tafeln und Müllgebühren. Seit fast 3 Jahren sind wir FOW-Piraten und Linke an dem Thema dran. Worum geht es dabei? Wir alle schätzen die Arbeit oder ehrenamtliche Arbeit von vielen Freiwilligen, die das neben ihrem Beruf machen und dafür kein Geld bekommen und sich für sozial Benachteiligte einsetzen. Jetzt erreichte uns ein Anruf der Tafel in Altdorf, das ist 3 Jahre her, wie gesagt, dass die Kosten für die Müllentsorgung so hoch seien, dass sie da schon Defizite hätten und in arge Probleme kämen. Also habe ich als Mitglied des Verwaltungsrates den kurzen Dienstweg über Frau Decking versucht, das hatte ich auch einmal schon beim Flüchtlingshilfewerk von Siegburg-Loma, da haben sie sofort halt Mülltonnen hingesetzt, aber da die AÖRA ein Unternehmen des Kreises ist zu 100%, muss halt der Kreistag einen Beschluss dazu machen, dass die Tafeln von den Müllgebühren entlastet werden können. Also haben wir 20.000 Euro roundabout als Antrag eingereicht. Was machen Sie, geschätzte Kollegen von CDU und Grünen? Ach, da kommen Sie daher, machen einen Änderungsantrag. Demnach sollen ganze 10.000 Euro pro Jahr an die Tafeln zur Deckung der Müllgebühren ausgeschüttet werden. Oh, welch großzügige Geste ihrerseits, um den Ehrenamtlern zu zeigen, wie sehr sie ihr soziales Engagement zu schätzen wissen. Tafeln müssen also nur die Hälfte der anfallenden Kosten für die Müllentsorgung tragen. Meinen Sie wirklich, die Ehrenamtler fühlen sich so hinreichend wertgeschätzt? Meinen Sie wirklich, dies sei ein probates Mittel zur Stärkung des Ehrenamtes? Wohl eher nicht. Aber Sie können den Ehrenamtlern der Tafeln ja mal gerne erklären, warum Sie 10.000 Euro bei den Tafeln einsparen, aber dem Beethovenfest und somit der Stadt Bonn 700.000 Euro Zuschuss dann. Und mit Verlaub, verehrte Kollegen von der SPD, Sie stellen am 6.12.2018 einen Antrag auf einen Sozialfonds zur Finanzierung der Müllgebühren. Das haben wir, FOW-Piraten und Die Linke, bereits am 31.05.2017 gemacht. Also vor anderthalb Jahren. Damals hieß er Sozialfonds statt Motivationsmassagen. Der eine oder andere wird sich an diesen Antrag erinnern. Im Haushaltsjahr 2017 wurden zudem im Kreishaushalt ein Überschuss von 7,5 Millionen Euro erwirtschaftet. Davon werden 2,8 Millionen Euro der allgemeinen Rücklage und 4,7 Millionen Euro der Ausgleichsrücklage zugeführt. Hätten hiervon nicht auch noch 10.000 Euro für die Müllgebühren der Tafeln verwendet werden können? Dies aber nur nebenbei. Abschließend möchte ich noch ein großes Lob an die Verwaltung aussprechen. Wir hatten in den vergangenen Jahren stets moniert oder angemahnt oder gefordert, dass zu den größeren Baumaßnahmen eine Darstellung der jährlichen Folgekosten mit dem Haushalt vorgelegt wird. In diesem Haushalt ist dies in sehr guter und verständlicher Weise erfolgt. So kann dem Haushalt zum Beispiel entnommen werden, dass der Neubau des Berufskollegs Hennef die künftigen Kreishaushalte mit Folgekosten in Höhe von jährlich 3,3 Millionen Euro belasten wird. Diese neue Transparenz begrüßen wir sehr. Insgesamt sind wir zufrieden, dass wir einige unserer wichtigen politischen Ziele durchsetzen konnten und stimmen deswegen dem Haushalt zu. Vielen Dank allen, ein schönes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auf Wiedersehen.